Herzlich willkommen damit zur nächsten Folge von Mass Effect. Lieutenant Cortez. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Wie ist die Lage? Gute Arbeit, Lieutenant. Was gibt es? Dios. Ganz ohne Hallo direkt zum Geschäft? Sie beide müssten mal chillen. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschub. Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Machen Sie weiter so. Ja, Commander. Tschüss. Gibt's denn bei dir mal wieder was zu sagen? Was kann ich für Sie tun? Spitzname? Na, dann halt nicht. Klar. Also ist es also teurer, so zu holen. Interesting. Ich finde ja meine ganzen Flugzeuge mal wieder. Ich wollte mal eine bessere Pistole kaufen. Ich erinnere mich mal wieder. Die Spectre-Ausrüstung. Plus kommen die Vorräte. Die Excruciator ist, glaube ich, auch eine sehr starke Waffe. Komm, wir kaufen sie mal. Schaden. Oh ja. Der drückt mit der Damage richtig rein. So, jetzt noch die passenden Mods da rein. Ein Schaden um 15%. Ein Schaden um 40%. Hier erhöht den Kopfschussschaden. Dann würde ich die Waffe noch leichter machen, definitiv. Wichtig und richtig. Waffen-Upgrades. Der Executioner ist hier drin. Jo. Verbessert Waffenschaden, Munition und das Gewicht. Gut, haben wir das auch. Dann gehen wir wieder zur Brücke. Guck mal, wir sind auch gleich hier. Dann können wir auch das Servus-Labor noch gleich machen. Hatte ich ja gesagt, wir machen das, wenn wir gleich hier sind. Als nächstes will ich dann kurz einmal dann gerne mal die, what it called, Ich habe etwas gefunden. Ich schwöre, jetzt sind die Scheiße heißt. Die Zitadelle. Da würde ich dann mal kurz nochmal einen Besuch starten, dann vielleicht neben den nächsten. Also. Bumm. Na. Okay. Ein Berg Credits erhalten. So, und mit neuen Fähigkeiten geht's wieder rein.
Ich weiß halt nicht, wohin meine Fähigkeiten. Kommandant, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, Sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett, Ende. Die Frage ist halt, wo ist der Unbekannte? Wo ist dieser Motherfucker? Commander, ich habe das erste Lager geortet und aktualisiere Ihren Navipunkt. Schon unterwegs. Jeden Schuss nachladen. So. Dann. Jetzt bleiben wir so. Machen wir so. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Taste hatte ich denn das jetzt immer? Ich glaube auf RB. Machen wir mal so. Endlich angekommen. Wow, die Truppen hier meinen es wirklich ernst. Keine lächelt nie. Und Selbstmord, wenn ein Suchbefehl für dich vorliegt, im Ernst. Sie nennen das Training Integration. Ich werde ab morgen integriert. Ich kann es kaum erwarten. Oh. Das ist die Ernst, dieses Wumms. Oh. Bums. Jupp, ich bin davon total begeistert von der Executioner. Meine Waffe. Die müssen wir unbedingt weiter verbessern. Und dann sind wir wieder hier. So schön einmal im Kreis gelaufen. Ich habe nur meine Fähigkeit jetzt nicht richtig verstanden. Versteckpanzerung, die schützende Fugusalströme arbeitet, der Ströme in die Handschuhe. Na, komm schon. Total seltsam aus. Ich nehme an, fündig geworden. Hab die Probe. Verstanden. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hannah. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Ach stimmt, wir könnten eigentlich auch mal wieder hin zu, wie die Scheiße heißt. Zu Lyria ins Labor. Der hat ja einen Roboter für Verbesserung. Zweites Lager geortet, Commander. Navipunkt aktualisiert. Gute Arbeit. Müssen wir mal links hin. Der Typ hat ja nur Geschütze platziert. Drrrt. Gute Arbeit.
endlich angekommen. Wow, diese Truppen. Also, können wir schon. Das ist ein Hin und Her jetzt anscheinend. Zu sein hat schon was. Ich habe nie behauptet, es würde leicht werden. Konzentration. Executioner. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Absolute Lieblingssache geworden, ey. Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Können ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Lieutenant! Letzte Schlacht, Commander. Konzentration und dranbleiben. Und? Ich wollte gerade zu dem Typen unten hinspringen, um mein Schild wieder aufzuladen. Aber nein, er geht natürlich in Deckung. Die Fähigkeit ist voll dumm. Wie ich halt das gut halt mehr aus. Weg. Dankeschön. Schilde. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten. Das kenne ich doch gar nicht. Commander, ich musste auf die dunkle Seite, um sie abzuschütteln. Komme jetzt zurück, aber es wird heiß. Ankunft in 60 Sekunden. Wir sind bereit für die Exfiltration, sobald sie herkommen können. Bin gleich da.
Komische Mission, aber okay. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. So, war eine kurze Mission, ne? Easy peasy. Wo ist denn der Primarch? Crewdeck ist die Jahre. Für die Forschung mal kurz nachgucken. Ich irre mich. Hier. What's up? Sehen Sie sich ruhig um. Willst du irgendwas zu sagen? Keine Upgrades? Wirklich rein gar nichts? Na, wollen wir uns mal hinlegen, Babe? Sehen Sie sich ruhig um. Ja, ja. Sei so abschmetternd wie immer, ist schon okay. Und das kennt man so gar nicht. Halt. Oder nicht. Gut. Dann werde ich nochmal kurz dorthin gehen, um das nochmal auf 100% zu bekommen, das Gebiet, wenn wir schon wieder hier sind. Sprung erfolgreich. Na ja, na. Signal bestätigt. Wir müssen ja alles mitnehmen, um stärker zu werden. Neutralkarte. Haben doch was da oben übersehen. Ist hier so ein Treibstoffding? Nö. Dann probieren wir es nochmal. Ich habe etwas gefunden. Nein! Ah. Easy. Fuck. Oh, man ist sofort tot, Leute. Jetzt wissen wir, wo es ist. Ich habe etwas gefunden. Ja. Ausweichen erfolgreich. Ah. Reaper umgang. Gut, da kommen wir nicht rein. Boah, 11%. Hallo. So, dann will ich mal zur Citadel gehen. Und dann spiele ich plötzlich mal mit der Hauptquest weiter, würde ich mal sagen. Das machen wir noch kurz in der Folge. Ich will nur ganz kurz zur Krankenstation.
Weil er meinte so, yo, komm doch wieder vorbei. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Nein, Krankenhaus. Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Sehr sympathisch. Ich habe diese Medigel-Formel gefunden und mir gedacht, Sie könnten vielleicht etwas damit anfangen. Woher haben Sie die? Ach, vergessen Sie, ist nicht so wichtig. Hey. Ein erneuter Besuch. Sehr schmeichelhaft. Für Sie auch. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Das ist kein neues Gespräch. Hallo. Ich bin gesund. Glauben Sie mir doch. Huch. Was glaubst du? Hey Shepard, fürs Rausboxen ist es zu spät, ich werde bald entlassen. Das ist gut. Sie wissen es vielleicht schon. Ich habe Odinas Angebot angenommen. Spectre Kaidan Alenko. Das hört sich gut an. Er ist der zweite Spectre der Menschen. Ha. Ist eine große Sache. Odina glaubt, es wird trotz des Krieges eine große Zeremonie geben. Er sagt, Zeremonien bringen den Leuten Hoffnung und Abwechslung. Sie verdienen diese Ehre. Sie sind perfekt für den Job. Auf Eden Prime wurde mir klar, dass Sie was Besonderes sind. Ein verdammt guter Soldat. Das bedeutet mir viel. Ich bin froh. Ich will dienen. Vielleicht wollen Sie ja auf die Normandie. Darüber habe ich schon nachgedacht. Aber erst muss ich mal hier raus. Ein paar Sachen erledigen. Ich habe versucht, meine früheren Schüler aus der Biotikabteilung wiederzufinden. Mit Erfolg? Nein. Wahrscheinlich im Untergrund. Aber die tauchen schon wieder auf. Wären sie leicht zu finden, würden sie ihren Job schlecht machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie draußen sind. Alles Gute, Spectre Alenko. Viel Glück, Commander. Und ja, das war's. Somit sehen wir uns in der nächsten Folge. Fast Level 50. Dafür, dass wir das Spiel erst angefangen haben und er in der Hauptstory nur 2 Missionen gespielt haben, aber hey, fast Max-Level. Somit auf Wiedersehen.